Akkommodieren ist wirklich eine perfekte Technik, deinen Vagusnerv zu stimulieren bzw. zu aktivieren. Das ist Teil 3 und darum geht es heute. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan. Herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute ist Teil 3 dran. Vagusnerv stimulieren und aktivieren. Wenn du dir bereits Teil 1 und Teil 2 angesehen hast, dann hast du schon mal sehr gute Techniken gelernt, wie man den Vagusnerv stimulieren kann. Heute geht es um die Akkommodation. Akkommodation ist eine Technik, die darauf basiert, seine Augen zu fokussieren. Diese Technik möchte ich dir heute schenken. Ich möchte, dass du diese Technik, genau wie die anderen zwei auch, regelmäßig anwendest und in deinen Alltag integrierst. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir starten. Du streckst einen Finger so weit raus, dass dein Arm komplett durchgestreckt ist. Also komplett, der linke. Die zweite Hand streckst du auch aus, ist aber leicht geknickt. Wie weit sie davon entfernt ist, ist nicht wichtig. Hauptsache, du hast einen Unterschied, dass der rechte Arm weiter entfernt ist, also beziehungsweise, Entschuldigung, näher entfernt ist wie der linke. Jetzt fokussierst du dich als allererstes mit deinen Augen, mit deinen Pupillen auf den langgestreckten Arm. Du schaust auf den Finger und jetzt werden drei Muskeln aktiviert, die direkt den Zugang zu deinen Vagusnerv haben. Und diese Muskeln sind in den Pupillen drin. Das ist einmal der Ziliarmuskel, dann die Pupillenschließmuskeln und die äußeren Augenmuskeln. Wenn du sie jetzt auf den linken fokussierst, dann ist das ähnlich, ganz kurz, ich mache das ganz kurz, ich schaue dich mal kurz in die Kamera an, ist das ähnlich wie bei den Handys oder den Kameras, dieser Fokus. Du wirst merken, wenn du auf den linken drauf schaust, dass du zum rechten eine Art Fokus hast. Wenn du jetzt dich da drauf fokussierst und drauf schaust und machst das circa so 10 Sekunden, dann wechselst du danach zu dem rechten mit den Pupillen und schaust da drauf und wirst merken, dass der Fokus jetzt auf den langgestreckten Arm ist. Was jetzt bedeutet, du verlagerst den Fokus, haltest wieder 10 Sekunden und dann machst du das wieder rüber auf den linken, auf den gestreckten. Und das wechselst du jetzt. Wie oft du das Ganze jetzt machst, ist auch hier nicht wichtig, sondern du wirst nach der Zeit merken, dass du eine Stimulation bekommst. Und diese Stimulation hat einen direkten Zugriff auf deinen Vagusnerv. Und das ist das Wichtige, dass wir lernen, den Vagusnerv zu stimulieren. Wenn wir das regelmäßig machen, ist es auch bei dieser Übung so, dass der Parasympathikus mehr und mehr aktiviert wird und der Sympathikus immer weiter in den Hintergrund rückt. Falls du neu eingeschaltet hast in dieser Serie, dann tue ich dir selbstverständlich hier in der Endcard Teil 2 verlinken und unten drunter Teil 1, wie man auch hier den Vagusnerv hervorragend stimulieren kann. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.